Purudandam Bhakta Brinda Samanvitam Shri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Shri Nandanandanam Vande Radhika Charanadayam Gopijana Samayuktam Brindavana Manoharam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Atkripadam Aham Vande Shri Gurum Dinataranam Yam pravrajantam anupetya peta kritam dvaipayano virakatara ujahava Putraiti tanmayataya taravobinedo Stam sarvabhutaridayam munimana tasmi Yasvanubhavam makilashati saramekam adhyatmadipam matititirshatam tamuandam Samsarinam karunaya Purana guyam tam vyasasunum upayami gurum muninam Ajahnulambitau bujau kanakavadatau saṅkītanai kapitarau kamalayatakṣau viśvambarau dvijabarau yugadharmapalau vande jagat priyakarau karunāvatarau angashyamalimachattabhiravitomandikatendivaram chadyam jagudarochisham viradatam patambarasasya prindaranyavilasinam ridilasadhamabhiramudaram Adaskandani Veshitojala Bujamdaye Madhamudaram Shimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsam Ekamalam Gyanam Param Giyate Tatra Gyana Viraga Bhakta Saitam Naishkarmam Aviskritam Tatchinvam Supatam Vicharana Parvo Bhaktya Vimuchen Naraha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Daita Gadada Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh, am Anfang gebe meine Sashtagdamba Pranam zu den Lotusfüßen von meinem Gurudev Nitya Lila Pravishtoham Vishnu Pada Stotra Shata Shishma Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj Beten um seine grundlose Barmherzigkeit Ich gebe meine Sashtagdanda Pranam zu all unseren Rupanur Guru Vargas. Ich bete um ihre grundlose Barmherzigkeit. Und meine Sashtagdanda Pranam zu den Lotusfüßen von Srila Bhakti Vichara Vishnu Goswami Maharaj, Bhakti Sadaka Muni Maharaj und allen Vaishnavas, Vaishnavis, die hier zuhören. So, bin zurückgekommen aus Sizilien und aus, zuerst aus den USA und aus Sizilien. Bin happy, dass ich wieder da bin in Österreich und möchte jetzt wieder beginnen, ein bisschen mehr online zu arbeiten. Hab mir vorgenommen, Srimad Bhagavatam zum Frühstück zu servieren. Wir haben noch kein gutes Internet in dem Platz, wo wir jetzt sind. Ist noch ein bisschen unzivilisiert oder beschützt eigentlich, aber zum Predigen braucht man die Dinge. So, das wird jetzt nicht ganz zum Frühstück, wird sich nicht ganz ausgehen, aber hoffentlich demnächst bald. Srimad Bhagavatam, mein Gurudev hat es geliebt. Er hat es jeden Tag gelesen und er hat das ganze Leben lang Srimad Bhagavatam von vorne bis hinten gelesen. Und er hat in seinem persönlichen Srimad Bhagavatam geschrieben, wann es begonnen hat, an welchem Tag und wann er den letzten Vers gelesen hat und wann er wieder begonnen hat und wieder den letzten Vers und da hat er eine ganze Liste hinten gehabt. So, deswegen würde ich da gerne Guru Maharajs Segen annehmen und da auch weitermachen. Bhagavatam, das ist die reife Frucht am Wunschbaum der Vedas. Nigama kalpata rogalitam palitam palam shukha mukha damrita drabhya samyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Bhura Urasika Bhuvi Bhavukaha Pibata Bhagavatam. Bhagavatam ist zum Trinken gedacht, ist nicht zum Verstehen gedacht, ist nicht eigentlich keine intellektuelle Auseinandersetzung mit der absoluten Wahrheit, sondern eine der Hingabe, wo man sich einfach dieser höchsten Wahrheit ergibt. Und wo man die einfach akzeptiert, wie sie ist. Srila Prabhupada Desi Bhaktiranta Swami Maharaj hat Bhagavad Gita gegeben, wie sie ist, aber er hat das Bhagavatam auch, wie es ist, gegeben. Wir sind sehr dankbar für seinen Kommentar und seine Übersetzung.
Ja, dieses Bhagavatam der westlichen Vaishnava-Welt offenbart, geöffnet, zugänglich gemacht. Und dieses Opfer, das er gebracht hat, diese wahnsinnige Aufgabe, sollte schon geehrt werden. Deswegen nicht der Bhagavata Seva. Bhagavatam steht Srimvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridhyantastoya Bhadrani Vidhunoti Suritsatam. Srimvatam Svakata Krishna, das ist Krishnas Katha, Krishnas Geschichten, Krishnas Taten. Punya Shravana Kirtana, das ist Punya, das ist glückverheißend, fromm. Shravana Kirtana, das Hören und Singen, Sprechen über Krishnas Taten, das ist Punya. Punya Shravana Kirtana, Riddhi Antastha, was im Inneren des Herzens ist, hi Abhadrani, was hier Abhadra ist, was nicht wünschenswert ist, was hier nicht eigentlich reingehört, was nicht passt, was uns Probleme macht. Hridyantastoyabhadrani vidhunoti suritsatam. Krishna kommt ins Herz durch das Bhagavatam und schmeißt den ganzen Mist raus. Und das ist das Einzige, was dieser Gesellschaft fehlt. Das ist das Allerwichtigste hier in dieser Welt, über genau diese Person zu sprechen, die das Thema ist von diesem Bhagavatam, ist Srimad Bhagavatam. Bhagavatam bedeutet das, was mit Bhagavan in Verbindung steht. Bhagavatam bedeutet auch hauptsächlich die Bhaktas. Bhagavatam sind die Geschichten der Bhaktas mit Bhagavan. Und die sind so reinigend, dass alles, was da im Herzen sich angesammelt hat, an Schlacke und an Mist über so viele Leben, dass das alles rausgekehrt wird und rausgeworfen wird und richtig das Herz wird tabuliert von diesem Srimad Bhagavatam. Und wichtig ist nicht der Bhagavata selber. Srimad Bhagavata Krishna Punya Shravana Ketan Ridhyantastoya Bhadrani Vidunati Suritapam Nashta Praesha Bhadrena Nityam Bhagavata Seva Bhagavad Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtik Nityam Bhagavata Seva, durch diesen täglichen Dienst am Srimad Bhagavatam, ein, zwei Bhagavatas gibt es ja. Ein Bhagavatam ist das Buch Bhagavatam, man nennt es Granta Bhagavatam, Shastra Bhagavatam. Und das andere ist der Bhakta Bhagavata, der eben auch voll mit dem Rasa von Srimad Bhagavatam ist, Rasapatram. Beide werden Bhagavata genannt. Und beiden sollte man nicht dem Bhagavata Seva, beiden sollte man am besten täglich dienen. Dann Bhakti Bhavati Naishtiki. Diese Bhakti, Hingabe zum Herrn, die wird Naishtiki. Naishtiki kommt von Nishta. Nishta heißt fixed. Man ist verankert, Meister, hat ein festes Fundament für seine Hingabe. Man macht das nicht heute, 3 Tage, dann heute und dann nach 3 Wochen, wenn man dann gibt man es wieder auf, oder nach 3 Monaten oder 3 Jahren gibt man es wieder auf, weil es einem nicht passt. Dann hat man eben das Pech gehabt, da nicht dieses Bhagavatam in sein Herz zu lassen, ne? Dass das Herz berührt. Aber wenn man das einmal macht, wenn man diese Botschaft vom Bhagavatam, nämlich die Botschaft vom Bhagavatam ist welche? Krishna Prema, Krishna Bhakti. Hier geht es um Bhakti, hier geht es um Hingabe, hier geht es um Prema, Krishna Prema. Weil nur durch Liebe kann man Krishna verstehen. In der Bhagavad Gita sagt er, Bhakti Mama Vijanati, Yavanyas Chasmi Tatota, Bhakti Mama Vijanati. Man kann Krishna nur verstehen durch Bhakti. Man kann Bhagavan, man kann den Ursprung. Ich kann meinen Ursprung nur verstehen mit Liebe. Wo ich herkomme, wer mich geplant hat, wer mich designt hat, wer mich ins Leben gerufen hat, wer mein Leben ist. Ich kann diese Person nur verstehen durch Liebe. Und das ist genau die Botschaft von Bhagavatam. Und es geht mit dem ersten Vers los
Und das pflanzt sich über alle 18.000 Verse fort und das endet auch im letzten Vers mit Bhakti. Das ist das Wunderbare im Bhagavatam. Du kannst es aufschlagen, wo du willst. Du wirst nichts anderes finden außer Bhakti. Bhakti, Shuddha Bhakti, Vishuddha Bhakti. Das sind die Themen vom Bhagavatam. Und es beginnt. Wir fangen am besten mit dem ersten Vers an. Und der erste Vers beginnt mit Janmadasya. Yaton vara aditaratascha tishva bigya swara tena brahma ridaya adikavaye muhyanti yat surayaha tejo vari mridam yata vinimayo yatra trisarga mrisha dhamna svena sadanirastakuvakam satyam param dhimahi. Satyam param dhimahi. Lass uns über die absolute Wahrheit meditieren. Das ist doch ein unglaubliches Motto, ne? Unglaubliches Motto für jeden Tag, unglaubliches Motto für unser Leben, ein unglaubliches Motto für jeden Augenblick eigentlich unseres Lebens. Satyam Param Dhimahi. Dhi heißt Licht deiner Intelligenz. Lass uns unsere Intelligenz auf Satyam Param richten, auf die Wahrheit, die die absolute Wahrheit ist, die Wahrheit, die immer die Wahrheit ist, auf die und das ist gültig für alle. Das ist, was die Wahrheit in uns, in meinem Leben ist, in unserem Leben ist, über das sollte man meditieren. Wer ist für das alles verantwortlich? Für alles, das ist eben das erste Wort von Bhagavatam, beginnt mit Janma. Janma bedeutet Geburt, Schöpfung. Wer über jene Person, von der diese Schöpfung kommt. Über die sollte man nachdenken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir alle existieren wegen seiner Barmherzigkeit. Wir alle sind seine Geschöpfe. Er liebt uns so sehr. Und wie kann man es eigentlich wagen? Wie kann man so verrückt sein, nicht an ihn zu denken? Ne? Das ist unsere moderne Gesellschaft, denkt, sie ist so fortschrittlich, weil sie Gott nicht braucht, aber das ist genau der wahnsinnige Rückschritt. Ne? Genau jene Person, die uns auch alles gegeben hat, was wir in dieser Welt sehen. Janmadasya Yatta, von dem hier alles kommt. Über die Person nicht nachzudenken, das ist doch, wie sagt man, ungrateful, Undankbarkeit. Ne? Das ist eben das, was uns fehlt. So, wenn mir jemand in meinem Leben alles gibt, angenommen, ich lebe in seinem Haus, er gibt mir das Geld, er gibt mir Essen, er gibt mir Kleidung, er gibt mir alles, was ich brauche, erfüllt mir alle Wünsche. Und ich, mir ist er egal, ich rede nichts mit ihm, ich rede nicht über ihn, ich denke nicht an ihn. So, wie kann man in so einer Situation happy sein? Und das ist genau das, was hier existiert. Wer hat uns die Erde gegeben, den Körper gegeben, die Sonne gegeben, die Luft gegeben, das Wasser gegeben, Karma gegeben, Dharma gegeben, all diese Dinge, wer hat das alles gemacht? Und das ist eben Krishna. Und an ihn nicht zu denken, wie soll man da happy sein? Ne? Dharmota papa nichaya shutayasta pangsi brahmadi kitta patagavadayascha jiva yadatta matra vibhava prakata prabhava Govindamadi Purushantam Aham Bhajami. Dharmo Atta Papa. Wer hat diesen Dharma hier gegeben in dieser Welt? Und wer hat auch die Sünden gegeben? Warum ist etwas fromm? Warum ist etwas sündhaft? Das ist Krishnas Wunsch einfach. Er hat es so festgelegt. Dharmo Atta Papa Nichaya Shrutayasta Pangsi. Was in den Shrutis gegeben wird, was hoch, was niedrig ist, was gut und was schlecht ist. Wer steckt dahinter? Steckt. Das ist Krishnas Definition, Krishnas Wunsch, Krishnas Wille. Ich habe da von Benedikt eine wunderschöne Erklärung von der Bibel bekommen, auch diesbezüglich, weil wir hier schon am Anfang sind vom Bhagavatam. Viele von uns sind eben christlich auch aufgewachsen und in der Bibel ist genau dasselbe. Hier, Dharmota Papa Nichaya Shutayasta Pangsi, Brahmadi Kita Patagaga Dashtriva. Derjenige, der gut und schlecht festgelegt hat,
der Dharma und Papa, also Religion und Sünde, festgelegt hat. Warum etwas sündhaft ist, das ist, weil es Krishna eben so möchte. Warum ist etwas fromm, weil er das so möchte? Warum ist etwas gut, schlecht? All diese Dinge sind so festgelegt. Und warum die Lebewesen so sind und andere so sind, das ist eben Krishnas Schöpfung. Und über diese Person, Janma, von jener absoluten Wahrheit, von der diese Geburt kommt, über die sollte man meditieren. Satyam param dhimahi janma dhyasya yato satyam param dhimahi. Meditiere über diese Person, von der alles kommt. Und wenn man darüber nachdenkt, man kann nicht anders als einfach unendlich dankbar sein. Weil alles, was wir ihm zurückgeben wollen, ist seine Schöpfung. Mit allem, womit wir ihm danken könnten, ist seine Schöpfung. So die Dankbarkeit ist eigentlich grenzenlos, ne? Wenn man zu dem Punkt kommt, dass alles, das Bewusstsein, mit dem ich jetzt an ihm denken kann, ist auch seine Schöpfung. So, er hat uns ja erschaffen, dass wir glücklich sind, ewig und mit ihm sind. So, in der Bibel ist ja auch diese Geschichte von Adam und Eva und dem Paradies und dem Baum mit der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das ist eben genau dasselbe. Solange man Gottes Gesetze befolgt, lebt man im Paradies. Ganz simpel eigentlich, ganz klar, logisch. Und Gott hat Adam und Eva eben die Freiheit gegeben, sie können alles machen hier. Sie können alle Früchte nehmen, sie können alles genießen in diesem Paradies, aber nur den einen Baum nicht, nämlich die Frucht von der Erkenntnis von Gut und Böse. Warum soll man das nicht davon essen? Das klingt eigentlich im gewissen Sinne ein bisschen paradox. Warum soll man nicht verstehen, was gut und böse ist? Was ist so schlecht daran, zu verstehen, was gut und böse ist? Ne? Warum möchte der Herr, dass wir diese Erkenntnis nicht haben? Ne? Klingt irgendwie, möchte man uns dumm halten sozusagen, unwissend. Nur der Punkt ist dieser. Diese Erkenntnis von Gut und Böse ist Gottes Monopol. Er legt fest, was ist gut, was ist schlecht. Das ist seine Beurteilung, aber nicht die des Menschen. Und wenn der Mensch sich anmaßt, sich auf den Richterstuhl setzt, der eigentlich Gottes Platz ist, und dann eben festlegt, okay, das ist gut und das ist böse, dann ist man aus dem Paradies eben draußen. Das ist eine wunderbare Erkenntnis eigentlich aus der Bibel auch. Mir hat die Haare aufgestellt, als ich das gehört habe. So ist es eigentlich auch. Wenn wir uns selber anmaßen, die Gesetze zu machen, die der Herr selber ohnehin festgelegt hat, er hat sie wunderbar festgelegt. Er hat sie perfekt so eingerichtet, dass diese Welt auch ein Paradies ist. Und wir sind Teil davon. Aber wenn wir uns anmaßen, diese Gesetze zu machen, wenn wir sagen, was richtig und falsch ist, dann nehmen wir halt seine Position ein. Und dann muss man sich halt bemühen in diesem Samsara, muss man selber rennen und muss man selber alles managen. Ne? So, deswegen, man sollte zu dem Punkt zurückkommen, okay, zu akzeptieren, was ist Gottes Wille, was ist seine Ansicht, was ist seine Meinung, was ist sein Weg. Und dann ist man wieder im Paradies. Und Srimad Bhagavatam vom Vers 1 bis zum letzten Vers spricht genau das. Wie kann ich mich wieder synchronisieren mit dem Willen Gottes? Wie kann ich das wieder spüren? Ich meine, wir sind spirituelle Wesen, wir sind Teile von ihm. So, wie kann ich diesen Ursprung in mir wieder fühlen? Wie kann ich meine ursprüngliche Beziehung mit ihm wiederherstellen? Und es ist so ein wunderschöner Vorgang, dass wenn man das mal wirklich zulässt, wenn man sich mal wirklich berühren lässt, dann ist es für mich unverständlich, dass man sich von dem wieder abwendet. Aber das ist eben jedermanns persönliche Erfahrung, einfach wieder diese Person, nach der Person zu suchen, von der wir kommen.
Ich denke, das ist einfach in uns drinnen. Das ist, der Mensch sucht nach seinem Ursprung. Ne? Die Wissenschaftler versuchen es äußerlich über diese materielle Manifestation und über Spekulation und versuchen herauszufinden, wo wir herkommen. Srimad Bhagavatam geht zum Punkt. Satyam Param Dhimahi. Komm einfach, meditiere einfach über diesen Ursprung. Er ist ohnehin in uns, aber er ist so mystisch. Obwohl er in mir ist, außerhalb von mir ist, Kunti Devi sagt, Alaksha Sarvabhutanam Anta Bahiri Vastitam. Du bist unsichtbar für alle, aber du bist innen und außen von allem. Du bist in meinen Augen, du bist die Augen, du bist das Konzept des Sehens, du bist das Objekt, das gesehen werden kann, aber dich kann man nicht sehen. Das ist eben diese Krishnas wunderbare Schöpfung, dass er alles ist, aber man ihn nicht sehen kann. Aber man kann ihn, Krishna sagt in der Gita, Bhakti Mama Vidyanati, du kannst mich mit Liebe verstehen. So Bhagavatam versucht, hier diese Suche nach der absoluten Wahrheit auf die Suche nach Krishna abzugraden. Die Suche nach Krishna, weil Krishna ist die absolute Wahrheit voller Liebe. Absolute Wahrheit mag jetzt abstrakt klingen, unpersönlich klingen, leblos klingen, das ist eben irgendetwas, was hier existiert. Aber Krishna ist derjenige, der voller Liebe ist. Krishna ist derjenige, der die Flöte spielt. Krishna ist derjenige, der alle Lebewesen anzieht. So, und das ist genau das Srimad Bhagavatam. Und Srimad Bhagavatam möchte genau das etablieren, dass Krishna diese Person ist. Ne? Und das ist auch eine unendliche Reise, unendlich blissvoll, auch unendlich freudvoll. Vom ersten Schritt bis zur Unendlichkeit, wenn wir sehen, selbst die Gopis, selbst Srimati Radharani selber, ihre Hingabe wird immer mehr und immer mehr. Das ist ein dynamischer Vorgang, der kennt kein Ende. Das ist einfach unendlich. Beides, Krishna und Bhakti. Und das geht immer weiter. Aber vom ersten Moment an, wenn man nur an Krishna denkt, wenn man nur Hare Krishna, Mahamantra chantet, sofort, Krishna berührt dein Herz und Krishna gibt dir sofort die Freude. Und es hört nicht auf. Das ist einfach, hängt nur von meinem Bewusstsein ab. Für wen mache ich das? Warum mache ich das? Wenn man das für ihn macht, für Krishna macht, und ich chant deinen Namen für dich und ich lese das Bhagavatam für dich und ich mache diesen YouTube-Kanal auch für dich, ich möchte deine Herrlichkeiten verbreiten. Dann Krishna, er antwortet auch drauf, er ist dabei, er macht hier mit und er gibt dir diese Freude, die wir alle suchen. Alle von uns sind auf der Suche nach Freude. Alle von uns sind auf der Suche nach unserem Ursprung. Janma dasya yantan varaditara. Das Janma. Mein Ursprung ist er. Der Ursprung der Freude ist auch er. Und Krishnas Freude manifestiert sich in der Form von Srimati Radhika. Das ist auch Krishnas Ursprung. Auch der Ursprung von ihr. Ihr Ursprung ist auch Krishna. So, die das verstanden haben, die geben sich vollkommen hin. Bhagavad Gita sagt, ach, Aham sarvasya prabhava, matta sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samanvita. Aham sarvasya prabhava, selbe Aussage, ja. Alles kommt von mir. Alles, ich bin der Herr von allem. Sarvam prabhava, aham sarvasya prabhava, matta sarvam prabhava, von mir. Sarvam pravartate, alles geht aus, alles ist meine Energie, alles kommt von mir. Aham sarvasya prabhu matta sarvam pravartate, iti matva. Die dieses verstanden haben, alles kommt von Krishna, alles ist Krishna, alles ist für Krishna, alles ist sein liebevoller Wunsch. Iti matva bhajante maham. Diejenigen verehren mich, sagt Krishna. Buddha bhava samanvita mit ihrer Liebe. Die sind wirklich Buddha, die sind intelligent.
die haben verstanden, das ist es. So alles kommt von mir. Die feiern mich einfach mit ihrer Liebe. Und das ist genau das, der Wegweiser. Das ist der Weg, den das Srimad Bhagavatam weist. Gehen müssen wir selber. Man muss Bhagavatam aufmachen und mal drüber nachdenken, was möchte mir das erste Wort sagen? Was möchte mir das sagen? Dass ich bin seine Schöpfung und ich bin ohne ihn hier völlig verloren in dieser Welt. Und mit ihm bin ich Purna, bin ich vollkommen. Diese Vollkommenheit, diese Sehnsucht nach Vollkommenheit, die in uns ist, die in jedem Menschen drinnen ist, die in dieser menschlichen Form einfach ihren Platz hat, diese Suche nach Vollkommenheit, das ist die Suche nach Krishna. Und es geht so schnell, so einfach in einem Augenblick. Das ist fast zu einfach. Ne? Es ist einfach, man muss es einfach tun. Das ist also meine Bereitschaft. Ich muss einfach dran, ich muss es einfach zulassen. Ich habe alles bekommen vom Herrn. Diesen wunderbaren Körper, dieses unglaubliche Bewusstsein, all diese Werkzeuge, Intelligenz, Sprache, ach, die Gefühle, ich habe das alles von ihm bekommen, um ihn zu verstehen. Und er ist in dem Moment sofort, der Austausch ist sofort da, in dem Moment, wo ich sage, yes, ich bin dein Krishna, ich gehöre dir, ich existiere, um dich zu verstehen, in dem Moment, sofort ist dieser Austausch auch da. Das ist einfach die Realität. Das ist diese Realität, die die Grundlage für diese ganze äußere Manifestation auch ist, von der wir uns so sehr verzaubern lassen und einlullen lassen. Ist aber auch nicht verschieden von ihm. So, wenn man ihn hinzufügt, Prahlad sagt im Bhagavatam zu seinem Vater und zu seinem Lehrer, Devidu Svartagatimmi Vishnu Durashaye Bahirattamanina. Die haben keine Ahnung, er sagt, oh Vater, meine Lehrer, Prahlad Maharajas Lehrer, die Söhne von Shukracharya, na devidu svarta gatim hi vishnum, die verstehen jetzt, svarta gatim hi vishnum. Die haben keine Ahnung, dass alles, mein eigenes Glück, meine eigene Existenz, alles liegt in Vishnu. Aber die wissen es nicht. Na devidu svarta gatim hi vishnum, durashaya, Bahirata Manina, Bahirata, die nehmen so viel Manina, die nehmen so wichtig diese äußere Manifestation. Das wird zerlegt und analysiert und da kriegt man einen Nobelpreis für einen Nobelpreis, um diese äußere Hülle da zu analysieren, aber da ist nichts da. Worum es geht, ist Vishnu, Bhagavan. Und das wissen die wenigsten, das wissen so viele Gelehrte hier nicht. Man Prahlad Maharajas Gebete zerlegen da und zerschlagen da all diese materiellen Konzepte. Also wirklich mit einem riesen Vorschlaghammer, Prahlad Maharaj hämmert das alles, er macht Staub aus all diesen Konzepten. Ne? So, das ist Bhagavatam. Bhagavatam macht die Sachen ganz klar. Worum geht es wirklich? Es geht um Vishnu, es geht um Bhagavan, es geht um Krishna. Und es ist genau dieser Krishna, der uns so fehlt. Und diese Sehnsucht nach Krishna ist so ein Schatz. Wenn man sich das wünscht, wenn man das Glück hat, jemanden zu treffen, der nach Krishna weint, und wenn man davon angesteckt werden darf, dann hat man echt Glück. Dann begibt man sich auf die Suche auch. Und wenn man nach Krishna sucht, man kommt nicht vorbei beim Bhagavatam. Und das Bhagavatam ist so barmherzig, dass es dir mit den ersten zwei Buchstaben einfach schon klar macht, hey, es geht hier um Krishna, Janma, es geht um den Ursprung von allem. Um den geht es und über den sollte man meditieren. Und das ist unser tägliches Brot für die Seele, nämlich mein tägliches Frühstück, Mittagessen, Abendessen und das Snack zwischendurch ist am besten Bhagavatam, so, das sollte mal das Erste sein. Ich habe mir so vorgenommen, jetzt fast täglich ein kurzes Video über das Bhagavatam zu machen.
ist mein Wunsch. Ich schaue mal, wie es läuft. Technisch gesehen ist es hier gerade noch ein bisschen schwierig. Keine Ausrede natürlich im 21. Jahrhundert, aber es ist gerade so. So, wir werden schauen, wie das geht. Und ich bin natürlich auch manchmal unterwegs, dann ist es auch nicht so leichter, den Platz und die Zeit zu finden. Aber ich habe es mir vorgenommen. So, weil wir brauchen auch Essen für die Seele. Man muss stark sein in dieser Welt. Und das ist ja einfach das Essen. So, Pancha Kalpa Tarubascha, Kalpa Sindhubhya Ivacha, Patitanam, Pavane Bhuvaishnavibhyo Namo Namaha.